Hallo, willkommen zum ersten Teil des Gerund, die Grundlagen. Das Gerund ist ein substantiviertes Verb. Das heißt, es hat die Form eines Verbs, Infinitiv plus ing, wird jedoch wie ein Substantiv verwendet. Nach dem Film weißt du, wie du das Gerund als Subjekt und Objekt verwenden kannst, wie die Aktiv- und die Passivform des Gerund gebildet werden. Zum Schluss erfährst du, wie du Gerund und Participle auseinanderhalten kannst. Für dieses Video wäre es von Vorteil, wenn du bereits weißt, wie die Ing-Form gebildet wird und wie man Participle verwendet. Kommen wir nun zu der Verwendung des Gerund als Subjekt. Smoking is bad for you. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.